Barbie-Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Was für ein schöner, friedlicher Tag. So, und wo ist die Prinzessin? Oh? Hallo, Prinzessin. Was machst du da? Ich pfeife. Du pfeifst? Mhm. Oh, und ich dachte schon, du machst ein unanständiges Geräusch. Ich kann es einfach nicht richtig. Aber ich würde es so gern können. Warum, Prinzessin? Weil man kann pfeifen, wenn man arbeitet. Und man kann zur Begrüßung pfeifen. Ahoi, ihr Matrosen! Und man kann pfeifen, wenn man fröhlich ist. Niemand kann so gut kochen wie ich, eh? Und wenn man will, dass dir jemand zuhört? Dann pfeifst du einfach. Könnte ich bitte mal die Milch haben, Schatz? Pfeifen ist einfach praktisch. Und jeder kann es. Nur ich nicht. Au! Und was machst du jetzt, kleine Prinzessin? Ich brauche jemanden, der es mir beibringt. Das ist eine gute Idee. Kannst du das machen? Ich? Oh, ehrlich gesagt, kann ich nicht so gut pfeifen. Oh. Guten Morgen, Prinzessin. Und wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag? Nicht gut. Oh. Kannst du mir beibringen, wie man pfeift? Wie man pfeift? Oh, das ist ganz leicht. Zuerst musst du einen spitzen Mund machen. Und dann ganz einfach lospusten. Oh, ganz sanft. Versuch es gleich nochmal, Prinzessin. Ja, so. Und puste. Entschuldigung. Halb so wild. Und pfeifen ist nicht so wichtig. Sieh dir mal das an. Toll! Ja. Ich will auch mit den Ohren wackeln. Beeindruckend, oder? General, was machen Sie da? Schönes Fräulein, ich kann das erklären. Das war Sie nämlich denken so. Wohl, mit den Ohren wackeln ist etwas Besonderes. Aber was sagen Sie dazu? Das machen Sie aber sehr geschickt. Oh, danke. Lustig, ha? Huh? Bravo. Das hätten Sie nicht erwartet, stimmt's? Nein, und jetzt Ach, sehen Sie General, mal auf meine Ohren. Sie sind mir schon eine. Das sah wirklich lustig aus, Prinzessin. Ja, und ich versuche das jetzt auch. Wackeln meine Ohren schon? Noch nicht so richtig. Oh. Ich weiß was. Aua. Mua. Was ist denn, Prinzessin?
Ich kann nicht mit den Ohren wackeln und kloppen kann ich auch nicht. Und ich kann immer noch nicht pfeifen. Ich soll also pfeifen? Das ist ein Weilchen her. Vielleicht bin ich ein wenig eingerostet. Zeig's mir, bitte. Also gut. Versuchen wir es mal gemeinsam. Kopf nach oben. Ja, einen spitzen Mund machen. Und pusten. Das lerne ich nie im Leben. Ach komm. Ich weiß was. Hast du das schon mal probiert? Das ist doch viel besser als pfeifen. Komm, mach mit, probier's mal. Ich klopf mir auf den Kopf. Ja, das machst du gut. Und jetzt hüpfen. Ja, ist das nicht toll? Oh nein. Oh je. Ich kann überhaupt gar nichts. Weiter geht's. Drei. Ich hab gewonnen. Ach, Mann. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, mein Schätzchen? Ja, ich kann nicht hüpfen und gleichzeitig auf meinen Kopf klopfen. Ich kann nicht mit den Ohren wackeln. Ich kann mit dem Finger meinen Mund nicht ploppen lassen. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht pfeifen! Oh je. Miau. Das ist so gemein. Vielleicht kann ich dir helfen, Püppchen. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich verrate dir mal was. Ich kann auch nicht pfeifen. Du kannst nicht pfeifen? Nein, kein bisschen. Es war so hoffnungslos, dass mir mein Vater etwas geschenkt hat, als ich noch ein junger Prinz war. Was ist das? Eine Pfeife. Vielleicht hilft dir das ein bisschen, bis du richtig pfeifen gelernt hast. Oh. Oh. Siehst du? Gute Nacht, Püppchen. Also ich finde, es ist ein hübsches Geschenk. Aber es ist ja nicht wie richtig pfeifen. Ach, manchen kann man nichts recht machen. Alle können irgendwas und ich will auch was besonders gut können. Du könntest erst mal die Seife benutzen. Ich benutze doch immer Seife. Siehst du? Was kommt denn jetzt wieder? Oh, wo rennst du denn hin, Prinzessin? Ich kann vielleicht noch nicht richtig pfeifen, aber dafür kann ich was anderes. Das ist was Neues und das kann nur ich. Oh, verstehe. Das machst du gut. Ja, wundervoll. Das ist
irgendwie wundervoll. Und wie ist das? Mhm. Oh, das ist gelungen. Ha ha ha.